Grüße an alle mit Benzin im Blut und herzlich willkommen beim fünften Kapitel meiner Assetto Corsa Karriere. Heute fahren wir fast so wie die Erwachsenen. Wir werden einen Z4 auf dem Nürburgring auf der Sprint-Konfiguration fahren. Lasst uns nicht vergessen, dass ich zweimal Bronze, einmal Silber holen muss. Seht ihr, ich sagte es falsch im letzten Kapitel. Zwei Bronze, eine Silbermedaille, um voranzukommen. Ich habe bereits einmal Gold, also lasst uns sehen, was ich hier erreichen kann. Vier Runden bis zum zweiten Platz oder den ersten. Mädchen dürfen träumen. Nein. Wow. Gegner leicht geküsst. Entschuldigung. Okay, wenn ich so weit rausgehe, ist es eine Einladung an den zweiten. Aber jetzt. Ich bleibe ganz in der Nähe des Ersten. Natürlich will ich Erster werden, anstatt Zweiter. Wow, und ich werde... Er hat sehr früh gebremst. Es wird wichtig sein, den Platz zu behalten. Ah. Dafür wäre es eine gute Idee, halbwegs gut zu fahren. Jetzt habe ich das ganze Rudel, das versucht mich zu jagen. Ich werde hier in der Schikane etwas Abstand gewinnen. Ah, das ist mein Lieblingsdesign. Aber wie ich schon sagte, diese Schikane muss passend gefahren werden. Wie ihr bemerkt habt, habe ich das nicht. Jetzt ist das Rudel näher. Hoffentlich nicht nah genug, um mich zu überholen. Und bremsen, 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 bremsen. Okay, gut genommen. Vorsichtig hier. Hart auf die Bremse hier. Bloß nichts wagen. Runter vom Gas, raus aufs Gas. Ich komme besser mit der Bremse um als die künstliche Intelligenz. Den Vorteil muss ich nutzen. Wieder bremsen. Scheitelpunkt. Gas geben. Wieder bremsen. Scheitel. Gas, kein guter Ausgang, aber immer noch gut genug, um das Rudel zurückzulassen. Und jetzt... Na, auch hier war ich nicht gut beim Bremsen. Trotzdem habe ich das Rudel zurückgelassen. Gut so. Sie sind sehr weit hinten, also kann ich früher bremsen und es ruhig angehen lassen.
sehr ruhig in die Yokohama ist. Okay, der zweite, Stefano Lavezzi, ist etwa 2 Sekunden entfernt. Also muss ich mich darauf konzentrieren, die Medaille zu nehmen. Ziemlich bald zu bremsen. Nicht allzu aufgeregt mit dem Gas umgehen. Das Einzige, was ich an der Kurzversion des Nürburgrings nicht mag, ist, dass man die schöne Schumacher S nicht nimmt. Die ich immer auf Vollgas zu nehmen versuche. Oh, Sean Akiyama hat Stefano Lavezzi überholt. Ich nehme an, er wird das Gleiche mit mir versuchen. Ja, jetzt versucht er es. Klopf. Das war nicht gut. Jetzt wird er bremsen. Und ich werde versuchen, ihn dort zu packen. Ich kann nicht. Und wieder klopfen wir rum. Er kämpft immer noch um den ersten Platz. Wow, das war nicht gut. Jetzt entkommt er. Na, nicht ganz. Mit etwas Glück kriege ich ihn auf der Schikane. Und wenn nicht, mache ich Silber. Auch gut. Ich fahre über die Würste wie ein Panzer. Okay. Er wird das hier gewinnen, aber ich werde Silber schaffen. Ja, Silber. Und ich weiß nicht, was ich rede. Ich brauche nur noch einmal Bronze. Nur einen. Ein dritter Platz und ich bin fertig. Also, wenn du den Rest der Geschichte nicht verpassen willst, abonniere den Kanal hier. Bis dann, spart Sprit, sammelt Gummi und wir sehen uns auf dem Podium. Besuche romrom.net, um dich mit den anderen Sim-Rennfahrern zu verbinden.